Guten Morgen. Ja. Die Nacht war echt schön. Fandst du auch? Ja. Ich habe auch mal wieder ein bisschen mit Decke geschlafen. Ich muss mich zudecken, ja. Ich dachte, also erst habe ich ja ohne Decke geschlafen und dann dachte ich mir so, ey, war doch ganz schön unangenehm und Decke drüber und dann war es richtig gemütlich. Ja, und auch nicht zu viel Decke. Es war so, oh, das war so richtig schön. Und dann lag das Baby neben mir, das war richtig kuschelig alles. Tja, na, mal gucken, nicht, dass es heute regnet den ganzen Tag. Einen Auftrag habe ich ja schon unten stehen. Hat der Reifen. Naja, blöd. Ja, genau, Licht kommt ohne eine vorbei. Es hat nur einen Tag lang funktioniert. Ne, zwei Tage. Zweimal fahren und dann war es wieder kaputt. Das ist immer so eine Sache. Und die war schon bei dir, ja? Naja, ja, ja, also irgendwann mal. Also jetzt nicht vor einer Woche, als ich zugemacht habe und dann zweimal fahren, sondern. Wie auch immer, ist dann halt immer so eine Sache, aber da streite ich mal nicht rum, soll vorbeikommen und dann gucke ich mal, was da los ist mit dem Licht. Ist halt mit Licht immer so eine Sache. Ich repariere es, dann funktioniert es und wenn man halt eine Weile fährt, geht es halt wieder kaputt. Es ist halt nicht dauerhaft reparabel. Das ist eben ganz doof mit diesen Seitenläufer-Dynamos. Da fällt dann halt ein Kabel ab vielleicht oder irgendwas. Also. Oder ich übe nicht durch oder... Und so weiter. Wunderschön! Wunderschöne Schaumkrone. Kein Dörrschaum. Blume. Von Dörrschaum weit entfernt. Ja, ist ein frischer, fluffiger Schaum. Das ist Toki Toki. Dein das ist ein Toki Toki. Papi, das ist dein Toki Toki. Heute geht's in den Laden. Yay. Gewickelt. Mama. Die hat sich gekratzt, glaube ich. Was? Ja, und die hat hier auf einmal was. Und die hat ein verklebtes Auge. Was heißt Skadi auch? Die kommt total nach dir, Skadi. Mhm. So, bei den Kopf? Mhm. Ich schätze ich gut. Ach, Mann. Mama hat dir ein Auge. Ja, ein kleines Auge. Hat sie gefallen. Hm? Tschüss. Hm. Und wer kommt denn da? Hallo, guten Morgen. Blumen. Hallo. Ich wünsche dir einen schönen Abendstag. Bis später. So, guten Morgen im Laden. Mit noch mehr Verantwortung geht's jetzt los in die Saison. I don't know, it's right. It's a lady's bike. Okay. It's soft, it's not so hard. Na, was kommt mal mit jetzt hier? 20 Minuten schon wieder oben. Machen wir schnell noch einen Schlauchwechsel. Oder? Oh Gott, ey. Ist der schmutzig hier. Also Schlauchwechsel, wie gesagt, ist das erste heute. Direkt. Hauer. Horrore.
überall Scherben drin hier in den Dingern, aber wie gesagt, die Reifenwechsel wollte ich euch noch nicht mehr zeigen. Schlauchwechsel. Selbstverständlich ist, dass man nicht gut überprüft, ob da was drin ist. Ne? Ist überall. Gut. Und toll, war ich schon angeschmiert hier. Das wollte ich genau nämlich nicht. So ein Rad, wo man echt nicht, das man echt nicht anfassen möchte. Ohne Handschuhe, ey. Kann's ja ohne sein. Okay, ja, schauen wir mal, was uns noch erwartet heute. Jo, heute ist der Tag. Heute werden diese Glassteine, Glasbausteine, die Weg verwickeln. Ich brauche die doch nicht. Ich baue die nicht ein. Irgendwann werde ich es dann wieder denken, oh, warum hast du denn das gemacht? Ach Mann, scheiße, jetzt kannst du sie brauchen. Ja, aber hier einlagern, das geht nicht. Das Ding ist so voll hier. Weg, 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 weg. Alles weg. Die Räder hier hinten auch schon wieder voll, die Kamera. Ey, ich weiß ja nicht, ob man das gesehen hat. Dieser scheiß Keller, wo man so ein, zwei, drei Räder, wenn man die Kapuzen drin stellt, zeige euch. Seit März. Das ist voll. Voll, 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 voll wie Sau. Voll wie Sau. Die bringt auch raus. Steht draußen hin, mal ein Foto, weg. Mit diesen Mieträdern, ey. Immer wieder kaputt. Immer wieder. Hier hat wieder einer eine Ständer abgebrochen, mit Absicht. Also nicht einer, der mein Rad gemietet hat, sondern als das Rad irgendwo stand, angeschlossen. Weil sie den Ständer aber benutzen zum Aufknebeln von den Schlössern. Ärgert natürlich, also offensichtlich, das Schloss haben sie nicht aufgekriegt hier. Aber der Ständer ist halt im Arsch, ist ja auch ärgerlich. Achso, jetzt mal hält. Ständer muss dran sein. Moin. Ach, ja. Moin. Moin. Moin, ja, kann man sagen. Ich bin gekommen, um dir die restlichen 2 Euro zu bringen. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Dann habe ich aber festgestellt, dass ich noch einen Reifen brauche, 24 Jahre. In, wenn es geht, die braucht nicht. Mein Geld ist ja nicht mehr geworden. Ich will nicht hier. Nee, aber dafür hast du ein paar Fahrzeuge hier, kann man sagen. Reich, wer will denn heutzutage reich werden? Naja, ich nicht. Ich bin schon. Der Ding muss raus. Der Fetzer, der war so ein Ende. Das ist vielleicht ein Scheißding. Ja, so, und jetzt das ist ein Scheißding. Was? Das ist ein Scheißding. Ja, aber ein guter Bock, du. Da kannst du dem in sämtliche. Ja, so, in die Ding ist.
hat bei Lidl 35 Euro gekostet. Alles aus Plastik, Elastik, da muss man mit sowas rechnen, das stimmt natürlich. Der hier, wie lange hast du den? Das ist noch nicht mal meiner, den habe ich mir gepumpt. Wie viele Räder hast du an dem geschraubt? Na, da bin ich bloß an das... bricht ab? Das ist egal, das spielt keine Rolle, dann bricht der Bolzen ab von dem... Nicht der Bolzen bricht, nee, der Plastik da unten bricht. Da ist ein Querstift drin, der kann ruhig raus drin, das spielt keine Rolle. Denn anders kann das Ding sonst nicht gebrauchen. Wie kann das sein, dass dann so die Fehler darin hier in Gewinde, dass du überhaupt nicht mehr drin kannst? Ich habe ja mit zwei... Es gibt keine Fehler im Gewinde. Na, was denn? Das weiß ich nicht. Wie kann das sein? Das müsste sich dann denn wenigstens selbst schneiden. So ein Pillow-Teil, ich weiß nicht. Ich habe mit zwei Riesenzangen, habe ich probiert, konnte ich nicht, weil ich nicht so ein Bolzen hatte. Den Schraubstock hatte, konnte ich das nicht so festhalten. Siehst du, und kannst das auch noch nicht mal so bewegen. Das ist ein Wahnsinnsteil. Na, ich will dir nicht kaputt machen. Er macht kaputt, das hat spielt keine Rolle. Das ist doch nicht eins. Ja. Was ruft der für eine Scheiße denn? Bin ich ja mal gespannt, was da los ist. Die Winde müsste ja dermaßen zerknautscht sein. So, jetzt ist das Ding hier rausgerissen, das war mir klar. Das ist klar und das Ding ist trotzdem noch nicht mal los. Sag ihm mal an, was das sein soll. Hier. Was kann das sein, dass der sich nicht drehen lässt? Und ich bin immer nur Fahrrad gefahren. Allerdings auch mal Maschinen, die nach 50.000 PS haben. Das ist auch gut. Ja, sag mir mal, was das für eine Maschine war. 50.000 PS? Ja. 50.000 ja, PS? Ja, genau das. 48.000. Flugzeug. Was? Flugzeug. Nee, das wird nicht nach PS gemessen. Das weißt du auch. Das ja, dann denk nach. Da kommst du drauf. Wenn du nachdenkst, kommst du drauf. Tagebau. Das Ding da war da. Die hat auch schon. Ja, schön, da bist du dicht dran. Aber das ist ein MAN-Schiffsmotor. Das ist da eigentlich drauf kommen müssen. Ja. MAN. So, wunderbar. So, das ist jetzt kick dir mal das. Hier, da ist noch ein Plastikteil, so lose. Ja, kick dir mal das an, was der ist total kaputt. Hier, die Winde ist kaputt da drin. Aber wie kann das so kaputt gehen, dass guck mal, wie verdreht das ist. Ja, das ist ja krass. Dass das so festhält. Das ist Müll. Mensch, was soll ich denn sagen? Ja. Das halt ja auch nicht. Aber wenn du nicht hast, dann... Guck doch mal. Ja! Das kannst du wegwerfen. Hier ist Asche. Oh, der hat ja alles Mögliche hier. So, dafür muss ich dir natürlich auch wieder was geben, wenn wir es da leben. Und ich bin am Verhungern. Ach, hör auf, ey. Ja, ja. Wo ist denn die Zeit hin, des erfolgreichen Schiffskapitäns? Was? Kapitän war ich nicht. Mit der Nautik habe ich nichts zu tun. Ich war in den Fettkeller drin. Assistent, Maschinenassistent. Na, ja, oh gut. Ja. Und jetzt ist Ende. Ja. Das spricht der Meister. Ich stelle mal da oben ab. Stell da oben ab. Das ist nicht reparabel. Schön durch. Schon fertig? Ja, okay. Guck mal, jetzt hier. Nee, du guckst das ja. Du musst später reinsprechen. Du musst später reinsprechen? So, zeig mal, was kannst du? Aufführung. Ja. Selbst. Cool. Ja.
Tja, da wird jeder BMXer neidisch, wa? Ja. Dankeschön. Schrott? Did you drive BMX before? What? BMX? BMX? No, no. Only for the GP side. With the journaling. Okay. This is my choice. Okay. This is my work. Good. Oh man, thanks. Now you can make money. Yeah, man. Okay. Ciao, gracias. Ciao. This one, the way? This. Yeah? Thank you. Ciao. 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 Du machst wieder Training hier? Ja, ich pass auf. Wie man das macht, so? Cool. Hast du ja schon angeguckt? Guck ihn mal. Sag mal, hast du ja schon angeguckt? Die Batterie ist noch voll. Brauchen wir noch was, ja? Wollen wir noch ein bisschen was machen? Vielleicht soll ich dich bei der Rollertour auch mitnehmen. Damit habe ich jetzt nicht so ein Problem. Kamera reinzuquatschen. So lange noch Geduld dafür. Ja? So. Ach ja, das erzähle ich ja nicht dir, ne? Ja, da fragen wir, ob man das hier auch so manchmal Fehler macht. Die einen oder anderen. Wo andere dann 20 machen. Guck mal, jetzt kann ich so spielen. Scheiße. Was ist denn das Spiel? Ja, da brauche ich nochmal deine Schlüssel, oder? Mal gucken, ob der Wasser da ist. Ups, jetzt habe ich irgendwo drauf gelöst. Ich hab so Licht, das kostet so nicht zulässige. Ja? So, oh, ja, zulässig jetzt ja unter ganz. Uff, ganz schön voll. Ja. Ich könnte trotzdem mal sagen, hat er nicht gesagt. Bist du da? Hat er nicht gesagt? Hi, wie ist ja, nee, dann kommt auf die Nase. Ich würde ja anders, dann erzählt, wenn es mit der Post ist, ist es sicher. Höchstens mit für 10 Zeugen oder so. Also wenn da ein Dokument kommt und sagt, dieser ist nicht angekommen, dann war das ist immer so ein Ding. Dann ist der Richter nicht mit einschreiben, ja. Dann gibt's. Das ist nicht einschreiben mit Rückschreiben, aber. Ich kann einfach blinken, das ist ein Problem. Nicht. Sachen gibt's. Komm, wir tanzen ein bisschen in deinem Lager hier. Na, na, na. Oh ja. So, so, Wasser hast du, glaube ich, dann doch nicht hier. Wenn man drauf gucken will. Drauf gucken oder mit anfassen? Entschuldigung, das ist aber auch wieder unsäglich klein, geistig. Tom, die Schlüssel noch mal bitte für die Achse. Ja, erste Etage, Montageständer. Danke. Also nicht also von oben gesehen. Was möchtest du denn haben? Tja, da hast du aber manchmal echt viel zu tun, ja? Wenn so fünf Leute alle um dich herum sind und dann so quatschen und die zwei, drei wollen gar nicht, sie wollen nur mit dir quatschen. Also klar, das wollen sie dann, aber ein Kunde ist da, die braucht ein bisschen Beratung. Und ja, komm, also ich weiß nicht, wie es dir geht dabei. Ah, aber mir im Laden ist das manchmal so kurz emotional über den Kopf gewachsen. Hab mich damit eingekriegt, hab das auch nicht unbedingt gezeigt, aber innerlich war schon so, oh. Aber ich habe keinen angeschrien, geschweige denn geschlagen. Also insofern wollte ich nur meine Solidarität vermitteln oder mein Verständnis. Mein erfahrungsgewachsenes Verständnis. So, genug. Ja, der Hund hat immer noch kein Wasser, müssen wir mal langsam. Guck mal, was ist das? Alles vollgepullert, Mensch. Der muss abgewascht werden hier. Ich hab noch gesagt, keine Wasserbomben. Sie wollte damit raus, ich hab gesagt, keine Wasserbomben. Doch, keine. Das macht mich richtig sauer. Doch, eine Wasserbombe. Wieso hast du mich auf mich?
Okay, dann ab nach hinten. Schaltzug wechseln. Versuchen wir mal ein vernünftiges Video zu machen für euch. Jo, warte mal hier. Hier war das Problem. Schaltzug ist defekt. Schaut mal hier. Ich ziehe hier und da. Gar nicht so selten das Problem. Wenn die Züge alt sind, morsch sind, dann reißen die einfach auf, die Zughüllen, und brechen so auseinander, wie man es hier sieht. Das muss natürlich getauscht werden. Das machen wir jetzt, indem wir hier unten erstmal den Zug lösen, am Umwerfer. Und dann mache ich mit der allseits beliebten, meiner allseits beliebten Art und Weise, indem ich diese wunderschöne Kabelschere nehme und das Ende erstmal abschnipse. Und danach diese Mutter hier löse, die den Zug hält. Das müsste eine 9er sein. Zack. Lose. Ja. So simpel kann es sein. Dann zieht das. Das Ganze hier unten mal raus. Schaltzughülle raus. Und hier alle raus. Ja, und eigentlich müssen wir ja nur das Teil hier tauschen. Wir tauschen aber natürlich den gesamten Zug. Und das Teil nehmen wir uns als Längenmaß. Legen wir uns das dahin. Dann schalten wir in den niedrigsten Gang. Der müsste dann hier oben irgendwo rauskommen. Neuer Schaltzug. Na, seht mal, so einfach geht das. Ja, wir stecken den einfach hier oben rein. Und dann ziehen wir hier am anderen Ende, bis der Schaltzug in der richtigen Position liegt. Könnt ihr das sehen da hinten? Ganz simpel. Jetzt legen wir uns eine neue Schaltzughülle ab. Gleich. Da brauchen wir jetzt Kappen natürlich für. Die Endkappen hier aufgedrückt und jetzt kommt der Zug hier rein, hier durch. Einmal. Kommt er hier unten durch? Zweimal. Hallo. Hier bitte. Kommt er da unten wieder rein, dazwischen, und dann wird er da wieder festgeklemmt mit dem 11er. Mit dem 9er Schlüssel. Ganz banale Geschichte. Überschüssige Ende schneiden wir ab, lassen ein Stück stehen. Quetschhülse drauf. Fertig. Okay, haben wir. Den Schalter muss man richtig durchprügeln. Bis Ende. Also einmal, klick, das geht leicht. Schaltet dann den mittleren Gang. Und dann noch. Klick. Schaltet deinen unteren. Funktioniert. Was sollen wir machen? Wenn du heutzutage mit dem Hebel so umgehst, dass du ihn so fest drücken musst, dann bricht er doch ab. Ja, alles gut. Funktioniert. Also ein normaler Check wird trotzdem reingeführt. Allerdings mit Gabelmontage. Das alleine kostet schon. Effekt ist, dass hinten eine Laufwand, also hinten die Achse nicht richtig neu ist. Also, das gibt es ja auch häufig bei den Motorrädern, dass sich irgendwie die Narbe zerlegt werden muss. Ja, das ist klar. Sagen wir mal, pro Narbe, pro Lager zerlegen, sind es immer 30 Euro. Das ist
Verkehrt da dran? Porter? Ja, das ist Cottbus, ne? Ich komme raus, Cottbus. Ja, dann ist doch gut. Retterporter. Achso, ja gut, man will ja mal nicht erinnert werden manchmal. Ja, ja. Yeah, bitte? Hello. Hello. I have a problem with my seat. I just wonder if I can get the tool to... What kind of tool you need? Number 5, number 6? 6 maybe? Yeah, number 6. Das war ein recht langweiliger Tag im Laden, aber muss ja auch mal sein. Für den Samstag war das mau. Ein bisschen Stinkgeld haben wir. Was für ein Tag. Auch der ist oben leider nicht ganz so erfolgreich hier, wie ich dachte im Laden. Dass da war natürlich schon ein Auftrag da, aber kam ja nicht weiter dazu. Also noch. Nur so Kleinigkeiten, immerhin. Ja, was nur? Na toll, runterfahren, Neustart. Computer hat sich aufgehangen, wie es aussieht hier. Ja, draußen heulen sie, hier drin heulen sie. Also ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, das hat euch heute auch gefallen, was so los war im Laden. Er war ja am Ende noch ganz nett mit musikalischer Untermalung. Die werde ich dann aber wohl nur anschneiden, im Vlog jetzt hier angeschnitten haben. Und dann vielleicht extra nochmal so ein extra Film machen darüber, davon, ne, von dieser musikalischen Saison, die ja völlig freiwillig und völlig improvisiert gewesen ist. Ja, und deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Sagt Tommy und Familie. Ja. Ja, jetzt wird das Abendbrot, dann schneiden und dann irgendwann ins Bett. Und morgen schauen wir mal, ist Sonntag, und dann gucken wir mal, was wir da machen. Ja. Man, es freut sich sehr, dass ich jetzt zu Hause bin, endlich. Ist ja auch schon wieder fast um 10. Halb 10. Ja. Also bis dann. Ciao.